Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit einer Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder zurück hier bei Familie Mondschein. Und es ist Montagabend. Das habe ich mir aufgeschrieben, da altern wir die Kinder. Und dann machen wir das doch einfach direkt. Das ist schon das zweite Video, was ich heute aufnehme. Und ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das diesmal geschafft habe. Weil eigentlich würde ich das gern immer machen, dass ich das schon so weit im Voraus fertig habe. Und Lavenda ist übrigens unabhängig. Ja, keine Windeln, die gewechselt werden müssen. Woo! Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich, dass ich jetzt hier gerade dabei bin aufzunehmen, ja? Schon das zweite Video. Und Xavi ist anhänglich. Das ist auch okay. Es ist halt immer alles okay in dem Sinne, aber ja. Ab in den Creator Sim. Die beiden sind ziemlich cute geworden. Und er scheint ziemlich auf Pink zu stehen, weil irgendwie alles mit Rosa und Pink und so war. Also, ich habe kein Problem damit. Weil ich meine, Farben haben keine Geschlechter. So, die beiden machen ihre Projekte, die sie bekommen hatten. Und die Kids haben, nachdem sie gegessen haben, jetzt schon direkt angefangen mit ihren Fähigkeiten. Irgendwie hassen die beiden sich komplett. Ich weiß nicht wieso, aber ich akzeptiere das einfach mal. Also bei ihr könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt heute schon zur Einsatzschülerin wird. Sie hat leider Level 3 noch nicht erreicht gehabt, deswegen wird das bei ihr halt nicht der Fall sein. Aber hey, es ist trotzdem gut genug, okay? Ich finde es geil, dass sie einfach Crocs anhat für ihr Heißwetter-Outfit. Haha, oh, schön. Ich lasse sie jetzt bewusst öfter essen und vor allem auch hier so Backsachen und so, weil die mehr Kalorien haben, weil das Spiel hat ja ein Kaloriensystem, weil ich möchte einfach, dass sie nochmal ein bisschen zulegt, weil sie einfach ein bisschen zu schlank ist in meinen Augen. Und ja, ich denke, dass Melody mittlerweile auch in einem Alter ist, wo sie auch erkennt, dass das halt auch ein bisschen übertrieben ist, wie viel sie abgenommen hat und so. Und ja, dass sie einfach gerne noch ein bisschen zulegen möchte. Und ja, fürs Umstyling, was ja dann bald ist, wäre das natürlich dann schöner, wenn sie dann schon mal die Form hat, die dann letztendlich, das ist, also wie sie dann aussieht letztendlich. Was eine Mutter, oder? Zocken, während das Kind daneben sitzt und isst. Yay! Sorry, dass ich dich einfach so anrufe, aber ich habe letzte Nacht von dir geträumt. Wir waren auf einer Wiese und da waren elektrische Lamas. Und sie schliefen. Ich weiß nicht genau, warum sie elektrisch waren, aber du wolltest nicht, dass ich sie wecke. Warum durfte ich die Lamas nicht wecken, Melody? Warum? Erkläre warum, sei höhnisch, sei nett. Wir erklären warum. Oh ja, das stimmt. Ich glaube, ich verstehe mein Leben jetzt. Relatable. Okay, mal schauen. Hat es geklappt oder müssen die nochmal... Nein, Elsa ist schon Einsatzschülerin. Yes, girl. Und sie macht ihre Malerei-Hausaufgaben. Sie stinkt. Und so entlasse ich sie. Wuhu! Alles Gute zum Geburtstag. So, und sie ist noch eifersüchtig. Aber wir können dich jetzt entlassen aus dem Haushalt. Sie hat ihr schickes Kleid wieder ausgepackt. Nice, dass wir das nochmal sehen. Ah, bevor wir ihr wieder ein Umstyling geben können. Alles Gute zum Geburtstag, Liliana. Die wohnt hier schon lange nicht mehr irgendwie. Aber kein Problem. Ich muss meine Kufe anzufüttern gehen. Pff. Same girl. Wir bekommen jetzt auch schon so ziemlich jeden Moment wieder unser nächstes Kind. Oh, I love it. So, sie badet jetzt noch die beiden Kinder, beziehungsweise das eine ist schon gebadet und das andere ist jetzt dran. Und dann können wir vielleicht gleich noch Crystal rausschmeißen, weil sie sollte eigentlich dann auch Einsatzschülerin werden. Jawohl.
Aber ich glaube, der Kuchen wurde schon wieder angegessen. Deswegen ist das schon wieder das letzte Mal, dass wir den Kuchen nehmen können. Aber hey, wir brauchen den vielleicht auch erstmal nicht. Alles Gute zum Geburtstag. Ui, und sie ist noch materialistisch. Ich denke, das war es dann auch schon mit der Folge. Und ich denke, wir haben wieder viel erreicht. Nächstes Mal bekommen wir dann unser nächstes Baby. Juhu. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.